Hallo, liebe Zuschauer. Jetzt kommt wieder Modell und Bahn. Ich wünsche Ihnen hierfür gute Unterhaltung und viel Vergnügen. Der Frühling naht, liebe Zuschauer, und natürlich der zweite Teil unserer Sendung von Modell und Bahn. Sie sind wieder recht herzlich eingeladen, mit uns den Rundgang hier in der Halle 4 von der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg zu machen. Ja, liebe Zuschauer, Neuheitenvorstellung 2013 hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und da gibt es immer eine ganz wichtige Neuerung, die ich Ihnen vorstellen muss. Das ist die Brille vom Herrn Dr. Wilfer. Ich grüße Sie, Herr Puttig. Meine Brille. Die Brille. Wollen Sie vorstellen? Die wollte ich vorstellen, weil das ist ja jedes Jahr immer das Top-Highlight, weil auch die Presse darüber immer wieder berichtet, welche Brille hat er denn nächstes Jahr? Schick geworden wieder. Freut mich, wenn sie Ihnen gefällt. Ja, wir haben uns was Neues überlegt, diesmal ein bisschen andere Farben, ein bisschen mit Zügen auf der Seite und vorne ist ein Schild drauf, wenn Sie es erkennen. Ja. Es ist dann immer recht schwierig für einen älteren Herrn, diese Verkehrszeichen zu erkennen. Braucht man Nahsichtgläser? Zumindest ist die Seitenabteilung passend zu dem Zug, der hier steht. Und deswegen haben wir uns ja auch hierher gestellt. Genau. Ja, Herr Dr. Wilfer, was ist denn dieses Jahr so ganz brandaktuell bei Ihnen vorzustellen? Wir würden so sagen, wir fangen mit der Spur G an. Schwierig. Wir haben insgesamt 300 Neuheiten für dieses Jahr. Und so wie es letztes Jahr, wollen wir die eigentlich auch alle ausliefern. Also wir haben ein toughes Programm vor uns und es ist nicht ganz einfach, da einiges rauszupicken. Aber 300 Neuheiten werden wir nicht vorstellen können. Na, also wir haben uns ja schon vorher auf ein paar Sachen geeinigt, genau, wo wir sagen, da wollen wir darauf hinweisen. Richtig. Auf die, von denen man schon auch was sieht. Genau. Und wollen wir mal mit der großen Spur anfangen? Ich würde sagen ja, weil die Baureihe 64 ist ja im Gartenbahnbereich ja auch sicherlich ein sehr attraktives Teil. Eine Dampflok BR64 ist eigentlich schon seit Jahren von den Gartenbahnern gefordert. Und wir haben uns dieses Jahr, oder vielmehr nicht dieses Jahr, wir haben uns letztes Jahr entschieden, dass wir sagen, okay, wir machen mal eine Dampflok auch für den deutschen Gartenbahner. Wir haben ja letztes Jahr schon Dampfloks gemacht für den amerikanischen Markt. Und dieses Jahr kommt also die Dampflok BR64 auf den Markt. Wir sind schon recht weit, die Entwicklung ist abgeschlossen. Sie können sich mal das SDL-Modell, das ist also ein Schichtmodell, was also über einen 3D-Drucker hergestellt wird, können sich schon mal anschauen. Und wir haben auch schon erste Fahrversuche gemacht. Sieht alles ganz gut aus. Wir werden demnächst in Formbau gehen. Und ich glaube, im Oktober, November wird das Modell in Handel ausgeliefert. Was ist interessant? Wir haben ein komplett neues Getriebekonzept entwickelt. Wir werden hier siebenpolige Bühler-Motoren erstmals zum Einsatz bringen. Die Lok wird ausgerüstet für Nachrüstung mit Dampf und mit Sound, natürlich mit Decoder. Ja. Kann man nachrüsten. Ja, ich glaube, wird ein sehr schönes Modell. Von den Proportionen her passt sie, passt zu unseren Wagen, passt zu anderen im Gartenbereich befindlichen Wagen und Loks und ja, macht einen guten Eindruck. Bubikopf heißt sie ja auch und weil sie so vom Aussehen her wie ein Bubi, so wie sie hier. ja, also das ist, glaube ich, ein Modell als Bubikopf, was gut ankommt. So, und Sie sind ja schon selbst Probe gefahren, sitzt ja wieder drin. Tja, ich muss das ja wohl machen als Chef, oder? Ja, okay. Also die Lok läuft sicherlich gut. Die haben die Probefahrten absolviert und die Modellbahner dürfen sich auf ein gut funktionierendes Modell sicherlich freuen. Als zweite Neuheit haben wir uns ausgesucht den Spur 0, den Schüttgutwagen. Den haben Sie ebenfalls dastehen. Ja, der ist fertig. Der ist bereits produziert, wird im Februar oder März in die Auslieferung gehen. Sehr schönes Modell mit einigen Funktionen. Ja, gut,
Wagen haben nicht die große Attraktion wie Loks, die kommen etwas besser weg. Bei Wagen sagt man, ja, ist ja ganz nett, dass es ein neues Wagen gibt. Hängt halt hinten dran. Hängt halt hinten dran. Ja. Aber man kann, das Gute dabei ist, man kann also mehr hinten dran hängen, also man kann da Ganzzüge draus machen. Und das ist das, was eben einfach attraktiv ist. Und einen ganz schicken Wagenzug kann man ja bilden mit der legendären V200, denke ich mal. Ja, die V200, das ist ja ein typisches DB-Modell, was in den, ich glaube, 60er Jahren oder sowas ganz typisch war. Wir haben die Formen fertig. Die Auslieferung erfolgt, glaube ich, im Juni, Juli diesen Jahres. Gut, wir sind nicht die Einzigen, die mit der V200 am Markt sind, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die sie korrekt nachgebildet haben, haben mir zumindest meine Entwickler gesagt. Für mich hat das irgendwie eine ganz besonders nostalgische Bedeutung, dieses Modell, weil ich mich noch gut daran erinnern kann, dass ich mit diesem Modell, das war eins der ersten Modelle, die ich mir gekauft habe, damals allerdings natürlich nicht vom Pico, mit dem ich auch gespielt habe. Und jetzt das sozusagen im eigenen Bestand, in Anführungsstrichen zu haben, ist was ganz Besonderes. Ich denke, das wird auch viele Modellbahner reizen und freuen sich, dieses Modell zu kaufen. Es ist ja, wie gesagt, die klassische Lokomotive, die vor Schnellzügen ja eigentlich immer gelaufen ist. Ja. Kommen wir mal zum TT-Bereich. Da gibt es ja ebenfalls eine sehr interessante Geschichte. Sie haben es schon in der Hand. V90. Dieselmodell, Diesellok, haben wir schon, glaube ich, im Dezember ausgeliefert. Das ist bereits auf dem Markt, war angekündigt für dieses Jahr als Neuheit, letztes Jahr bereits, aber es ist uns gelungen, die etwas vorzuziehen oder vielmehr vorher fertig zu bekommen. Haben Sie Überstunden gemacht oder was? Ich bin da relativ wenig beteiligt daran, sondern unsere Leute haben das also ziemlich gut hingekriegt und in unserem Werk in Chashan haben wir letztes Jahr sehr, sehr gut gearbeitet. Wir haben alle Projekte termingerecht durchgekriegt, wir haben alle Produkte herstellen können, wir sind gut im Zeitplan gewesen und wir sind sicherlich einige der wenigen Firmen gewesen, die letztes Jahr alle Neuheiten ausgeliefert haben und mit dem restlichen Programm auch lieferfähig waren. Und dazu gehört auch die V90. Angekommen ist und gut verkauft worden ist. Das ist ja schön. Dazu gibt es jetzt noch im Spur-N-Bereich ebenfalls bei Ihnen ein neues Fahrzeug, der Triebzug der Baureihe 440. Ist ja auch so ein klassischer Triebzug eigentlich und die N-Bahner werden sich freuen, denke ich mal. Schönes Modell, auch fast fertig, wird irgendwann im April, Mai, Juni ausgeliefert werden. Coradia, läuft gut. Laufeigenschaften sind hervorragend. Das, was Sie sehen, ist natürlich noch nicht fertig. Das sind sogenannte Prototypen, also nicht Prototypen, sondern es sind Pre-Production Samples. Also das heißt, sie kommen aus den Formen, aus den fertigen Formen, werden die Spritzlinge abgespritzt, werden dann zusammengebaut, werden getestet, Fahrversuche gemacht und eben dann nochmal abgestimmt damit hinterher, wenn dann also die Produktion richtig startet, dass dann auch keinerlei Probleme mehr auftauchen. Das Gleiche trifft ja nochmal, um auf die V200 zurückzukommen auch. Die steht aber natürlich Ihnen auch so als Modell in der Frage in Ihrer Vitrine erstmal. Die V200 ist auch, also wie gesagt, fertig. Und auch das, was Sie sehen, ist ein Pre-Production-Sample. Und damit sind Fahrversuche schon gemacht worden. Änderungen sind schon, glaube ich, eingearbeitet worden. Sonst könnten wir nicht mehr im April oder bis Mai oder Juni ausliefern. Können Sie denn den Modellbahnern schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was Sie noch so vorhaben? Oder ist das wieder ein absolutes Betriebsgeheimnis? Ich glaube, wir haben 300 Neuheiten. Ich meine, das ist eine ganze Menge. Und die können in unserem Neuheitenprospekt oder im Internet, können Sie nachschauen, was wir an Neuheiten alles haben für dieses Jahr. Ich dachte eher nächstes Jahr. Ach, fürs nächste Jahr. Ja, das habe ich Sie natürlich überhaupt nicht verstanden. Ja, es ist klar. Ich meine, das hören die Chefs immer gern, weil die verraten das nicht immer gern. Nein, das können wir auch gar nicht verraten, weil wir haben Anfang dieses Jahres, haben wir unsere Neuheitenbesprechung mit den Mitarbeitern, mit entsprechenden Beratern. Da werden wir uns Gedanken darüber machen, was wir nächstes Jahr in Angriff nehmen werden. Und da werden die Entscheidungen getroffen, da wird gerechnet, da wird vorgestellt, da wird diskutiert. Und darauf dann wird entschieden und dann gehen wir meistens schon in die Entwicklung. Also wir sind Ende des Jahres, haben wir schon, sagen wir mal, einen Großteil der Modelle fertig. Nämlich sonst würden Sie hier auch kein N-Coradia, Sie würden keine V200, Sie würden nicht den fertigen Schüttgutwagen hier stehen sehen, wenn wir da nicht schon längst letztes Jahr frühzeitig mit angefangen hätten. Weil Entwicklung dauert einfach
circa ein Jahr bis eineinhalb Jahre. Wenn Sie im September ausliefern wollen, können Sie nicht im August damit anfangen. Erstens mal das und zweitens hätten Sie dann persönlich ein Problem, weil Sie müssen ja für jede neue Lok einen Führerschein machen und Sie auch nicht hinterherkommen. Ja, das dauert immer eine ganze Zeit lang. Das ist völlig richtig, Herr Putti. Ja. Okay. Ja, Herr Wilfer, da bedanke ich mich ganz herzlich für das freundliche und nette Gespräch über die Aussichten, die Pico dieses Jahr ausliefert. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ich hoffe, dass wir uns zur nächsten Messe wiedersehen. Aber halt, da habe ich noch einen im Mai zum Tag der offenen Tür. Danke, dass Sie darauf hinweisen. Wir möchten gerne alle Modelleisenbahner zu unserem Tag der offenen Tür einladen, der am 15. Juni dieses Jahres in Sonneberg stattfinden wird. Interessant, kommen immer zigtausende Fans und wir freuen uns, alle begrüßen zu können. Danke für den Hinweis. Ja, das machen wir doch gerne. Kommen da auch Sonderzüge? Ich meine, das war ja beim letzten Mal auch so, ne? Ich glaube, wir haben bereits 4 Sonderzüge. Es sind Altbau-E-Loks dabei. Ich glaube, sogar eine Dampflok ist dabei. Und ja, 4 Sonderzüge kommen dann nach Sonneberg. Richtig was los. Also dann, auf nach Sonneberg. Wir bedanken uns ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, danke. Okay. Ja, und weiter geht's mit unseren Neuheitenvorstellungen hier von der Nürnberger Messe, liebe Zuschauer. Und jetzt sind wir zu Gast bei einem Unternehmen, die vorher ja schon sehr mit Furore gesorgt haben, mit einer Gleisbaumaschine. Und jetzt frage ich Matthias Fiesmann, geht es weiter mit dem Bau? Guten Tag, Herr Buttig. Ja, in der Tat, wir haben uns auch für 2013 wieder was Neues einfallen lassen. Wir reden diesmal von einem sogenannten Bahndienstfahrzeug, dem Robel Bullock. Und auch der entstammt dem Kibri-Bausatz, den wir leicht modifiziert haben, mit einem Antrieb versehen haben und Ihnen jetzt ein bisschen erklären möchten. Ja, dazu haben Sie uns natürlich ein sehr anschauliches, kleines Teil mitgebracht. Das ist das Chassis von diesem Fahrzeug. Und es ist wirklich unglaublich, wie Sie auf wenig Platz so viel Technik unterbringen können. Wie schafft man denn sowas? Richtig. In der Tat, also ich denke, unsere Ingenieure haben wieder einen guten Job gemacht. Wir haben es geschafft, den Motor auf diesem Chassis so flach wie möglich anzubringen, dass er in der Lage ist, das Modell anzutreiben, ohne großartig auffällig zu werden. Er verleiht dem Motor Gewicht, dem ganzen Modellgewicht, so dass es stabil fährt, auch über Doppelkreuzungsweichen. Wir haben es sogar möglich gemacht, 15 Sekunden lang ohne Strom zu fahren, ohne dass er die Informationen verliert. Fast Perpetuum mobile. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr vielseitig einsetzbares Modell, weil es zum Rangierbetrieb genutzt wird, aber auch im Bahndienstbau dann zur Reparatur von Oberleitungen oder sämtlichen sonstigen Tätigkeiten genutzt werden kann, der Robel. Ich möchte es kurz zeigen, den Antrieb, das Herzstück. Wir haben das sogar patentieren können. Das Besondere daran ist, dass der Motor nicht mittig gerade montiert ist, sondern es leicht schräg versetzt. Er hat zwei Schwungmassen und eine biegsame Welle, die hier oben leicht die Spindel antreibt und wir ein normales Zahnrad darunter verwenden können. Einfach dafür, dass wir verschleißfrei arbeiten können mit möglichst wenig Widerstand und möglichst wenig Fremdenergie, also Widerstand. Genau. Was für Elektronik ist jetzt eingebaut? Was kann das Fahrzeug auf der Schiene? Der Robel ist ausgestattet mit einem Digitaldecoder und auch mit einem Sounddecoder. Für Wechsel- und Gleichstrom gibt es zwei verschiedene Modellvarianten. Und erhältlich sein wird das Produkt ab ca. August, September 2013. So, und dann kommen wir gleich nach dem Robel zu Ihrem zweiten Highlight. Es ist ein Güterwagen, ein sogenannter Betonmischer. Es ist auch ein sehr einzigartiges Fahrzeug, wie wir sehen. Genau, richtig. Auch hier haben wir ein bisschen weitergedacht. Es ist durchaus üblich, dass auf der Schiene gearbeitet wird und auch einmal ein Fundament gegossen wird für zum Beispiel einen Oberleitungsmast oder ein Signal. Und an nicht jede Stelle kommt man mit einem normalen Betonmischer dran. Für solche Fälle verwenden die Gleisbaufirmen dann einen Betonmischer, der auf der Schiene rollt. Und der wurde von Fissmann jetzt ja zum Antrieb gebracht. Ja. Das heißt also, es dreht sich die Trommel. Richtig, genau. Die Trommel dreht sowohl nach links als auch nach rechts. Das kann man digital steuern, ist auch wieder mit einem Decoder ausgestattet. Jetzt können wir ja den Gleisbauzug ja noch fast komplett machen, sage ich mal, oder den Bauzug. Es gibt noch einen Güterwagenbereich von der Firma Kibri oder der Marke Kibri. Ja.
Da ist ein Bagger drauf montiert. Genau, der Bagger hebt zum Beispiel das Fundament aus und im Anschluss kommt dann der Betonmischer und füllt es mit Beton. Und das ist ein ganz schöner Zug, wenn man das im gesamten Fahren sieht, macht es auch Eindruck und es ist wirklich auf der ganzen Eisenbahnanlage vielseitig einsetzbar in jeder Region. Das ist ein neues Motiv, neues Thema, neue Idee. Und der Bagger selbst dreht sich auch und der kann also alle Funktionen machen, oder? So weit sind wir noch nicht, aber wir behalten uns vor, Sie vielleicht wieder zu überraschen. Das ist doch mal eine Sache. Ja, Matthias Fiesmann, es geht ja weiter im Güterwagenbereich. Wir verlassen mal die Bauzüge. Es ist also sehr beeindruckend und sehr schön. Im Flachwagenbereich bieten Sie ja nur auch noch einiges an. Richtig, genau. Wir haben die Flachwagen von Kibri komplett überarbeitet. Wir haben sie ausgestattet mit einer neuen, funktionssicheren Kupplungskinematik mit Metallradsätzen und mit Kupplung nach NEM-Schacht. Die Modelle sind sehr stabil und ausgestattet mit Ladegütern, auch von Kibri. Ja, die sollten Sie sich anschauen. Wir zeigen die jetzt mal kurz und dann sehen Sie, dass wir da wirklich schöne Ladegüter, besondere Ladegüter auf die Waggons gesetzt haben und das zu einem vernünftigen, attraktiven Preis. Ich denke auch, dass das den Modellbahner sehr freuen wird, weil man weiß ja im Allgemeinen, wenn man jetzt nur die Güterwagen kauft und dann von einem anderen Hersteller eventuell die Fahrzeuge dazu kaufen muss, das Ladegut, kann es dann doch eine kostspielige Angelegenheit werden. Ja, das ist richtig. Wir geben das alles zu um die 40 Euro herum raus und dann bekommen Sie bewährte Kibri-Qualität und auch ein schönes Design in einer schönen Verpackung. Und probieren Sie einfach mal ein Modell aus. Sie sind alle aufeinander abgestimmt und machen wirklich auf der Anlage was her. Nun möchten wir bei den Neuheitenvorstellungen mit dem enden, was wir auch vorher ja als Endung hatten, sage ich jetzt mal an Hoch 5, diese Beleuchtungssätze für die Fenster. Richtig, genau. Nach dem Interview, was wir letztes Jahr geführt haben, haben wir uns recht schnell dazu entschlossen, die auf den Markt zu bringen. Und sie haben sehr gut eingeschlagen. Die Nachfrage ist sehr groß, weil man die Fensterinnenbeleuchtung wirklich an jedem Gebäude anbringen kann, auch im Nachhinein. Und sie sehr vielseitig einsetzbar ist mit verschiedenen Größen, in verschiedenen LED-Farben, warm, warmweiß und gelb. Kann jeder das Licht erzeugen in dem Haus, das er gerade benötigt oder möchte. Ja, und diesen Beleuchtungssatz haben Sie auch gleich bei einem richtigen großen Hochhaus umgesetzt. Ja, wir haben ein Hochhaus ausgegraben aus dem reichhaltigen Fundus der Kibri-Werkzeuge und haben uns gedacht, das eignet sich eigentlich sehr gut, um anschaulich zu zeigen, wie unterschiedlich und facettenreich man die Hausinnenbeleuchtung einsetzen kann. Und das Hochhaus ist beleuchtet, wie Sie es auch in einer großen Stadt sehen würden. Nicht alle Lichter leuchten, sondern nur vereinzelt in verschiedenen Etagen, unterschiedlichen Etagen in einzelnen Räumen. Ja, lieber Matthias Fiesmann, jetzt sind wir am Ende unserer Neuheitenvorstellung bei Ihnen hier am Stand. Es war wieder sehr beeindruckend und sehr schön zu sehen. Wird auch den Modellbahner freuen, diese vielen Spitzenmodelle, die er aus dem Hause Fiesmann bekommt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und hoffen auf ein nächstes Jahr. Vielen Dank, Herr Buttig. Die Energiewende, liebe Zuschauer, ist in aller Munde. Und da gibt es ein Unternehmen hier auf der Spielwarenmesse, die Energiewende bereits vollzogen hat. Stimmt's, Zeugwallen? Im Prinzip ja. Herzlich willkommen bei uns im Messestand, Herr Buttig. Ja, ich sage mal, in diesem Jahr steht bei uns ein Teil der Neuheiten unter dem Thema Energie. Das fängt dann an bei ganz modernen Photovoltaikanlagen mit entsprechenden Solarparks, wo die Photovoltaik-Dinge dicht an dicht stehen. Es gibt auch einzelne Elemente, die man in Felder einpflanzen kann. Zur, ich sag mal, Energiewende gehören natürlich auch Elektroautos, die jetzt heute eine Stromtankstelle benötigen, die wir hier im Modell entwickelt haben, passend zu unseren neuen Elektrosmarts. Aber ich sage mal, zum Thema Energie gehören ja natürlich auch die älteren Dinge. Wir haben also nicht nur die ganz modernen Solarenergie im Blickpunkt, sondern auch historische Dinge wie eine Windmühle, ein Windrad, ein Wasserrad, eine Wassermühle. Also ich sage mal, wir versuchen das gesamte Spektrum der Energie abzudecken. Dazu gehört natürlich auch ein kleines Trafohäuschen, wieder modern. Eine Bahnbetriebswerkstankstelle, um die Dieselloks entsprechend zu betanken. Oder auch, ich sage jetzt mal wiederum, eine historische Minol-Tankstelle aus dem Osten. Da haben wir es wieder. Ja, Herr Wallen, die Energiewende beschäftigt uns ja alle allenthalben. Und mit der Bockwindmühle haben Sie auch ein bisschen
Energiewende hinbekommen, aber auch gleichzeitig den Biomarkt bedient. Ja, überhaupt keine Frage. Die Bockwindmühle ist ein Holzbausatz. Also die Einzelteile werden in dem modernen Lasercut-Verfahren aus entsprechenden dünnen Holzplatten geschnitten. Damit der Modellbauer das ganz leicht zusammenbauen kann, sind diese Holzelemente entsprechend gebeizt, dass sie also farblich vorbehandelt sind, einfach zu verbauen sind. Und ich sage mal, das Schöne an diesen Holzbausätzen ist, dass es ist halt Holz. Und nur Holz kann man wie Holz darstellen. Das lässt sich einfach in dem Kunststoffbausatz nicht so rüberbringen. So, und da wir jetzt die Energiewende geschafft haben, haben auch die Leute wieder mehr Lebensfreude. Das heißt, sie haben auch wieder mehr Zeit, in den Urlaub zu fahren, Freizeit zu verbringen. Und diesem Thema haben sie sich ja auch etwas gewidmet, mit Finnhütten, mit Booten, mit Windsurfersätze und so weiter. Ja, keine Frage. Ich meine, zum Thema Urlaub gehören diese Finnhütten, wie man sie in Norddeutschland findet, teilweise aber auch im Fichtelgebirge. Es gehört dazu ein Waldspaziergang mit einem Waldteichset, entsprechende Schutzhütten im Wald, überdachter Rastplatz, Futterkrippen, Anschlagtafeln, Freizeitgestaltung, wie Sie schon sagen, ein Bootset, Windsurf, aber auch ein Seifenkistenrennen, wo dann entsprechend Seifenkisten drin sind, Start und Ziel und die Empore für die Siegerehrung. Immer kleine Themen, die in sich abgeschlossen sind und alles beinhalten, was man eben halt zu dieser Gestaltung des Themas benötigt. Und jetzt machen wir mal einen Sprung rückwärts oder Rolle rückwärts. Viele, viele Jahre zurück. Sie beschäftigen sich ja auch schon seit vielen Jahren, ob es in Fahrzeugen oder im Figurenbereich war, mit der ehemaligen DDR. Und da haben Sie wiederum es geschafft, so ein Teil, an das ich mich sogar noch sehr gut erinnern kann, eine Raumerweiterungshalle zu schaffen, wo man sozusagen mit einzelnen Raumteilen größere Hallen schaffen konnte. Und Sie kriegen die Kurve sogar zum Konsum. So ist es. Ja, diese Raumerweiterungshalle, die wurde ja in der DDR von Ende der 50er Jahre, ich glaube bis 1984 tatsächlich gebaut. Es war ja eine Aluminiumkonstruktion, die teleskopartig zusammengefahren werden konnte. Und wir haben hier zwei Modelle, nämlich einmal den Anhänger mit dem Transport der Raumerweiterungshalle und zum Zweiten natürlich die Raumerweiterungshalle als Bausatz, dass man sie im Gesamten bauen kann. Sei es als HO-Markt, sei es als Konsum und so weiter. Das sind dann verschiedene Ausschneidebögen dabei, sodass man entsprechend die Raumerweiterungshalle verwenden kann, sei es als Diskothek und als was sie alles eingesetzt wurde. Also ja. Sehr variabel einsetzbar und sag mal für Freunde der Modellbahn, die sich immer noch mit den DDR-Themen beschäftigen, sicherlich eine sehr sinnvolle Ergänzung. Keine Frage. Und es gibt noch viele, vor allem in Ostdeutschland, das ist ja modellbahnaffin, gibt es eben halt noch viele Bürger, die eben halt diese DDR im Modell nachbauen. Und da bleiben wir noch ein bisschen bei der DDR, beziehungsweise gehen sogar noch ein paar Rollen rückwärts, was ja sehr oft in den Zeitungen gestanden hat, beziehungsweise immer für Schlagzeilen gesorgt hat, dass immer wieder Bomben gefunden worden sind, die doch entschärft werden müssen. Und Sie haben das gleich mal so umgesetzt und bringen da auch noch einen Kampfmittelräumdienst. So ist es, ja. Es kommt ja immer wieder, sei es in Mannheim-Ludwigshafen findet man Bomben. Jetzt gerade unlängst in Dresden wurden ja wieder Bomben gefunden, entschärft und so weiter. Und auch das haben wir gleich im Modell nachempfunden. Ja. Also kann der Modellbahner ganz aktuell da noch ein bisschen eins draufsetzen und seine Anlage entsprechend damit dekorieren. So ist es, genau. Wir bleiben wieder in der DDR. Sie haben ein sehr schönes Fahrzeugset herausgebracht, den Lada 1500. Das war ja schlechthin die Nobelkarosse der Mittelschicht in der DDR und der Besserverdienenden. Ich finde, ein sehr gelungenes Set, was Sie da gebracht haben. Ja, was heißt Set? Es sind Einzelfahrzeuge in verschiedenen Farben, aber wunderschön dekoriert, sehr, sehr detailliert. Dieser Lada 1500 oder auch der WAS 2103, wie er unter Fachleuten genannt wird. Es war ja von Lada die erste Entwicklung nach den Gemeinschaftsentwicklungen mit Fiat, die dann selbstständig fortgeführt wurde und zu dem Lada 1500 geführt hat, für den es ja keinen Fiat-Pendant mehr gibt. Genau. Und bei den Fahrzeugen gibt es dann noch eine sehr interessante Entdeckung, die wir gemacht haben, die Smart-Serie. Die finden wir eigentlich ganz toll. Smart, ja. Smart ist ja bei uns ein Thema seit 1998, seitdem der erste Smart auf den Markt gekommen ist.
Und ich sage mal, wir haben seitdem sämtliche Smart-Varianten im Modell nachgebildet. Das ist jetzt mittlerweile die fünfte Smart-Generation. Die Fachleute sagen dafür ein Mopf-Modellpflege, neudeutsch ein Facelift. Und ich sage mal, die Unterschiede, im ersten Moment sieht man sie nicht, aber wenn man die Modelle mit den vorherigen vergleicht, dann sieht man, der kleine Smart, auch das Modell ist bulliger geworden, wieder etwas moderner geworden. Und ich sage mal, diese Modelle bilden die Wirklichkeit wirklich ganz detailliert ab. Und gerade der Smart, der ja in unendlich vielen Varianten produziert wird, können wir damit eben halt auch im Modell nachvollziehen, bis hin zu dem Elektrosmart, der eben halt auch auf Basis dieses neuen Smart-Mopfes, sage ich jetzt mal, basiert. Ja genau, dann sind wir wieder bei der Energiewende, aber da wollten wir eigentlich gar nicht mehr hin, aber es passt zumindest zum Thema. Ja, und dann bleiben wir wieder oder machen wieder eine Rolle rückwärts, mindestens 30 Jahre zurück. Viele Zuschauer werden jetzt, oder einige werden jetzt vielleicht nicht wissen, von was wir reden, LPG, rotes Banner. Aber Sie haben da eine wunderschöne Serie ebenfalls aufgelegt von W50, L60 und dem ZT302, glaube ich, oder 320. 323, ja. Das sind eben halt diese Fahrzeuge, Traktor Fortschritt, beziehungsweise die IFA-LKWs, die wir eben halt in der Ausführung rotes Banner produzieren. Und die auch unter dem ursprünglichen DDR-Modellauto-Label SPW neu auf den Markt jetzt kommen. So, und diese Fahrzeuge sind aber sicherlich, was wir jetzt gesprochen haben, alle schon auf dem Markt oder kommen die noch? Die kommen noch. Die kommen, genau. So, dann machen wir wieder einen kleinen Schritt vorwärts. Die Trafostation mit Zubehör, ist das jetzt ein Set und was ist da drin? Also Trafostation ist in diesem Falle lediglich ein kleines Trafohäuschen, ein modernes, aber wir hatten letztes Jahr auch ein historisches Trafohäuschen, sodass man eben halt die Dinge, so Trafohaus findet man an jeder Ecke. Man sieht es nur nicht. Erst wenn man drauf gestoßen wird, ah ja, genau das, wie es hier im Modell ist, steht bei uns zwei Ecken weiter um die Ecke. Ja. Ich denke, da wird immer ein Stückchen Platz auf der Modellbahnanlage sein, so ein Teil unterzubringen. Das passt immer, genau. Ja, dann sind wir bei der Bahn. Wir hatten es gerade erwähnt. Wir hatten voriges Jahr das Gespräch gehabt mit der Moorbahn. Sie haben noch ein kleines Stückchen draufgesetzt und kommen jetzt mit der Feldbahn. Also ich sage jetzt mal, Feldbahn ist ja der Überbegriff. Wir hatten letztes Jahr die Feldbahn eigentlich schon unter den Themen Moor bzw. Torfbahn. Es gab eine Ziegelbahn. Die Basis war dort immer die Lokomotive Gmeinder mit entsprechenden Wagen. Dieses Jahr haben wir als Formneuheit eine LKM, Lokomotivbau Karl Marx, LKM, die NS2F, die also einen richtigen Kurbelstangenantrieb hat und damit natürlich im Modell besonders süß aussieht. Dazu gibt es dann auch wiederum neue Wagen, sodass man eine Waldbahn machen kann, eben halt die Feldbahn, einen Betriebsausflug. Den Varianten sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt einen Bauwagen, einen Bauzug. Einfach um alles, was eben halt in der großen Feldbahn früher stattgefunden hat, jetzt wieder in der kleinen Feldbahn im Modell nachzubilden. Es ist auf alle Fälle aber auch kombinierbar, die Moorbahn mit der Feldbahnerweiterung, die jetzt gebracht haben. Es ist alles passend, das sind die gleichen Kupplungen. Man kann die Lokomotive und Wagen zusammenkuppeln. Das ist also ein System, was zusammenpasst. Also wenn jetzt einer Lust und Liebe hat, eine Feldbahn komplett aufzubauen mit Moorbahn allen drum und dran, wird bei Ihnen garantiert fündig. So ist es. Und wenn wir schon bei der Bahn sind, dann machen wir mit der Bahn weiter. Wir vertreiben ja seit 2 Jahren in Deutschland den amerikanischen Hersteller MTH Electric Trains, der jetzt auf dieser Spielwarenmesse ganz neu die Schnellzugdampflokomotive S36 in Spur H0, also 1:87, präsentiert in einer wunderbaren Qualität. Es ist ein Metallmodell mit einem richtig funktionierenden Innenantrieb. Das ist also, ich sage mal, so ein kleines Highlight. Und was, ich sage mal, auch technisch absolut up-to-date ist, nicht nur von der äußeren Detaillierung, sondern auch eben halt auch von dem Digitalsystem, von den Geräuschen, die absolut originalgetreu drin sind, bis hin zum synchronen Dampfausstoß. Und damit eigentlich ein absolutes High-Tech-Modell, was in 4 Versionen sowohl für Gleich- wie auch für Wechselstrombahnen lieferbar sein wird.
Dieses Modell ist dann aber auch mit Digitaldecoder ausgestattet? Das ist standardmäßig mit einem Digitaldecoder ausgestattet. Wie gesagt, die Gleichstromausführung, DCC-kompatibel bzw. Wechselstrom ist Märklin-Motorola-kompatibel. Aber die Bahn kann auch ganz normal mit Gleichspannung oder Wechselspannung ohne Digitalsystem gefahren werden. Lieber Jörg Wallen, das war unser kurzer Spaziergang in die Neuheiten. Es war sehr nett, mit Ihnen gesprochen zu haben und dass Sie uns diese Neuheiten kurz erläutert haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf dieser Messe und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke. Das würde mich freuen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Bei unserem Messerundgang, liebe Zuschauer, hier in Nürnberg, haben wir auch Halt gemacht beim Stand von Hornby International. Und wie Sie ja wissen, vereint Hornby verschiedene Marken der Modellbahnindustrie. Zu meiner Rechten steht Roland Lange, der uns jetzt erklären wird, im Bereich H0, was es an Neuigkeiten gibt. Da gibt es zum einen zwei Neukonstruktionen. Einmal die sechsachsige E-Lok Baureihe 251. Der ehemaligen Deutschen Reichsbahn, spätere Baureihe 171 der Deutschen Bahn AG, die als in mehreren Varianten kommen wird. So zum Beispiel einmal als Epoche 3 Variante in Grün und zweimal für die Epoche 5, einmal in Orientrot und einmal in Verkehrsrot. Bei allen Varianten wurden die typischen Details berücksichtigt, sodass nicht nur Farbe geändert wurde, sondern auch zum Teil die Lüftungsgitter, die Dachlaufstege, eben die typischen Sachen, die epochenrichtig sind, wurden berücksichtigt. Sie sprechen damit sicherlich vielen Modellbahnern aus dem Herzen im Modellbahn im H0-Bereich, die sicherlich auf diese Lok gewartet haben. Dann bieten Sie natürlich im Dampflokbereich eine österreichische Dampflokomotive an, eine sehr schöne Maschine, und zwar ist das die Baureihe 989. Die Baureihe 989 der österreichischen Bundesbahn ist ursprünglich eine amerikanische Kriegsdampflok, die nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa übrig war, da geblieben ist. Und von den österreichischen Bundesbahnen sind mehrere in ihr eingereiht worden. Und unter anderem auch diese, die wir nachgebildet haben, diese 989.1. Und wir haben die Variante aus der Übergangszeit zwischen Ende des Zweiten Weltkriegs und Neugründung der ÖBB, die US-Zone Österreich. Also wie gesagt, eine sehr schöne Dampflokomotive, die Sie dann in Angriff genommen haben. Es gibt aber noch eine, mir persönlich muss ich sagen, sehr liebe Maschine, das ist nämlich die E10. Und ich kenne viele, viele Modellbahner, die absolut Fans sind. Es ist zwar jetzt keine Neukonstruktion, aber es ist eine neue Formvariante bei Ihnen. Ja, bisher hatten wir die E10 in den Epochen 3, in der späten Epoche 3 und in der Epoche 4 im Programm. Jetzt wird die E10 mit Formänderungen kommen in der Ursprungsversion, Baujahr 1952. Dazu gehört unter anderem, dass das dritte Spitzenlicht nicht mehr da ist. Also sie hat nur zwei untere Stirnlampen. Die Dachausrüstung wurde geändert und die Drehgestelle sind verändert worden. Weil die ursprüngliche Ausführung wurde jedes Rad von zwei Seiten gesandet und diese zusätzlichen Sandkästen wird auch unsere Maschine bekommen. Ja, und dann gibt es noch ein wunderschönes Wagenset vom Salzverkehr-Facher Wismar leicht gealtert. Ja, das sind die Schwenkdach-Selbstentladewagen der Bauer TDS, die zum einen in den letzten Jahren ja auch als Getreidewagen dargestellt wurden. Wir haben uns jetzt für eine Farbvariante für den Salzverkehr entschieden. Die Wagen sind vorbildgerecht mit einer dezenten Alterung versehen, sodass am Dach weiße Salzspuren zu sehen sind. Auch bei den Auslaufrutschen vom Ladegut her sind weiße Spuren zu sehen. Und eingesetzt wurden diese Wagen zwischen Facher und Wismar. Das war ja der ehemalige Kalihafen der damaligen DDR, in Ganzzügen. Deswegen haben wir uns entschieden, da ein ganzes Set zu machen. Ja, dann sind wir eigentlich bei den Neuheiten in H0 bei Rivarossi durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Lange, für diese Auskünfte. Und liebe Zuschauer, jetzt gehen wir in den N-Bereich und da begrüße ich am Mikrofon ganz herzlich Manfred Böbel, der uns von Arnold ganz wichtige Neuheiten vorstellen möchte. Ja, Manfred Böbel, ich habe den Eindruck,
Es gibt eine richtige Invasion auf die N-Bahn an Neuheiten. Eine Invasion, ja. Das kann man so vielleicht nicht gerade sagen, Herr Buttig. Aber ich denke, wir haben ein sehr schönes und ein sehr interessantes Paket geschnürt an Neuheiten, an Formneuheiten im Spur-N-Bereich. Wovon natürlich die 156er, 252er Baureihe bestimmt das Highlight ist. Denn diese Lokomotive wurde schon länger von den N-Bahnern erwartet. Schon sehr lange, würde ich mal sagen, hat eigentlich einen noch gefehlt. Sie war die letzte Lokomotive, die von der Ex-DDR noch entwickelt wurde, Elektrolokomotive, ja. Und sollte ein bisschen in Konkurrenz treten mit der DB120er. Ja. Es sind allerdings dann nur 5 Lokomotiven gebaut worden und dieser Lokomotive haben wir uns angenommen und bilden sie in sämtlichen Varianten, sämtlichen Lackierungsversionen nach. Zunächst mal haben wir 3 Stück gemacht, mit denen fangen wir an. Mhm. Und weitere Varianten werden natürlich folgen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber von der E-Lok kommen wir mal zur Dampflok, Baureihe 95, eine sehr interessante Maschine, auch die Bergkönigin genannt. Da gibt es ja auch 2 Varianten, die Sie anbieten. Es gibt nicht nur 2, es gibt sogar 3 Varianten, die wir anbieten. Muss man dazu sagen, es hat ja bisher schon von Alt-Arnold oder auch Neu-Arnold die 95er als DB-Variante gegeben. Jetzt machen wir eine komplette Neukonstruktion. Das wird die Variante mit dem Neubaukessel sein. Die machen wir einmal mit Ölfeuerung in 2 verschiedenen Epochen und einmal mit Kohlefeuerung. Und da machen wir auch die Museumsversion, die noch erhalten geblieben ist, sodass auch die aktuellen Bahner, die Epoche 5 fahren, was von dieser Lokomotive haben werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt ein kleines Highlight eines ÖBB-Triebwagens, was uns da aufgefallen ist. Eigentlich ein sehr schöner Triebwagen. Ja, das ist richtig. Es ist ja so, dass wir den Vertrieb auch für Österreich übernommen haben. Und die Österreicher sind ja sehr vernachlässigt worden in den letzten Jahren und sind sehr dankbar für Neukonstruktionen. Deshalb haben wir diesen Triebwagen ausgesucht, den es ja auch in verschiedenen Varianten gibt. Und die Baureihe ist bestimmt eine sehr interessante Baureihe für den Einstieg. Läuft in verschiedenen Gegenden, kann also überall eingesetzt werden. Und wir haben auch eine Privatbahnvariante gemacht von der Steiermarkischen Bahn, also von der STLB. Und es gibt sogar einen Wagen, der auf diesem Fahrzeug beruht, der in Deutschland fährt, bei der NEG. Der hat ein paar Änderungen, die wir natürlich auch berücksichtigt haben. Und ich denke, das wird für die Leute, die also deutsche Fahrzeuge bevorzugen, auch ein interessantes Teil sein. Und es wird ein Exot auf der Anlage bleiben, denke ich mal. Ja, schon. Ja, soweit zu den Neuheiten und den Highlights im N-Bereich, im Triebfahrzeug- bzw. Lokomotivenbereich. Sie bieten ja aber auch im N-Bereich noch eine sehr schöne Wagenkonstruktion an, so zum Beispiel die Reko-Wagen-Sets. Ja, die Reko-Wagen waren eine Sache, die einfach nötig war. Sage ich mal, die haben noch gefehlt im N-Bereich. Und es ist ja auch eine dankbare Geschichte, diese Reko-Wagen, die wir auch in Sets anbieten. Denn im Vorbild sind die ja auch immer nur in ganzen Zügen, also in mehreren Varianten gefahren. Da gibt es einmal den zweiachsigen Wagen, den dreiachsigen Wagen, einen Wagen mit Traglastenabteil, einen Postwagen, einen Gepäckwagen. Und ein Wagen hat sogar in der Epoche 5 geschafft. Und die haben wir natürlich auch gemacht. Mit dem DBAG-Logo drauf. Man kann dann aber sicherlich, wenn man das Set etwas erweitern will, Einzelwagen sicherlich noch nachkaufen, oder? Es wird zunächst mal 6er-Sets geben und als Ergänzung 2er-Sets, da immer 2 Wagen in einer Umverpackung sind. Und später wird es natürlich auch andere Varianten und vielleicht auch noch Einzelwagen geben. Ja, soweit zum Personenwagen-Set. Nun gibt es aber im Güterwagenbereich auch sehr interessante Fahrzeuge, die Sie anbieten. Ja, hier haben wir ein paar Formvarianten gemacht. Zum Beispiel haben wir den altbekannten Arnold-Kessel-Wagen ein bisschen umgestaltet. Der bekommt jetzt einen neuen Dom und einen seitlichen Aufstieg, sodass sich eine neue Variante daraus ergibt. Dann gibt es den UCS-Silowagen. Dem haben wir einen neuen Hut spendiert und ein neues Geländer. Dadurch gibt es eine zusätzliche Variante, die hauptsächlich auch im Osten gefahren ist. Und da können wir viele neue Varianten daraus realisieren. Ja, lieber Manfred Wöbel, so ist das. Sie haben also wirklich einen großen, bunten Strauß für die N-Bahner hier zusammengeflochten. Und ich denke, es wird viele Interessenten und Freunde finden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen für die restlichen Messetage noch alles Gute und gute Geschäfte. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Herzlichen Dank, Herr Buttig. Dankeschön. Alle Freunde von ESO und natürlich die, die es werden wollen, schauen gespannt nach Nürnberg, liebe Zuschauer, was dieses Unternehmen an Neuigkeiten zu bieten hat. Und an meiner Seite steht Jürgen Lindner, der so freundlich ist, uns das zu erklären. Und auf meiner Liste steht ganz oben, habe ich in Ihrem Katalog gesehen, die V60. Ja, also danke erstmal für Ihren Besuch. Und ja, das stimmt natürlich, dieses Jahr ist unser Highlight das Modell der V60 in H0. Die V60 kennt ja jeder Modellbahner als das Rangierarbeitspferd der DB. Man findet es quasi an jedem Bahnhof. Und wir haben uns eben entschlossen, diese Lok in Engineering Edition mit Vollausstattung rauszubringen. Also ich kann mir vorstellen, die kann dann alles bei Ihnen. Ja, sozusagen. Also Kaffee kochen kann sie nicht, aber was man von so einer Lok alles erwarten kann, das ja. Zunächst mal, klar, alle diese Features, die Sie kennen, einen Loksounddecoder drin, sie hat eine Raucheinheit drin, sie hat eine komplette Beleuchtung mit Innenraumbeleuchtung, sie hat eine Rangierbeleuchtung drin, Kurvensensor, Weichensensoren, alles drin und als Highlight eine funktionsfähige Rangierkupplung. Also im Grunde genommen alles, jetzt fällt wirklich nur noch das Kaffee kochen. Ja, das stimmt insofern. Zwei Sachen wollte ich noch erwähnen. Die Lok ist die erste in H0, die in Vollmetall-Ausführung kommt. Warum Vollmetall, werden sich viele fragen. Der Grund ist ganz einfach. Innen ist die relativ hohl, weil wir viel Platz für die Technik brauchten. Und um überhaupt auf ein Gewicht zu kommen, haben wir dann natürlich im Prinzip den Rahmen und den Aufbau in Vollmetall gewählt. Damit die auch wirklich alles schleppen kann und ihre Aufgaben auf der Modellbahn sozusagen zuverlässig erfüllen kann. Genau. Dann haben Sie sich an zwei Giganten rangewagt, was wir auch schon hier und da gesehen haben. Die Class 66 zum Beispiel, der Gigant der Schiene als Diesellokomotive. Das stimmt. Nachdem wir letztes Jahr schon die modernisierte Variante auf den Markt gebracht hatten und uns viele Modellbahner auch gefragt haben, warum wir nicht die Ursprungsvariante Class 66 machen, haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, eben dieses zu tun. Wir haben jetzt also die originale amerikanische Diesellok, also im Prinzip in Kanada gebaut, eben auch in der berühmten oder halt bekannten Class 66 Variante auf den Markt gebracht. Und den Nachfolger setzen Sie gleich noch drauf, die ist also auch gleich noch vorhanden. In welchen Farbvarianten bzw. welchen Bahnverwaltungen wird die kommen? Die Class 77-66 ist ja ein echter Weltenbummler. Wir haben nicht weniger als 11 Varianten nun im Programm. In Deutschland so Klassiker wie HGK, Ascendos, aber auch Crossrail, HHPI in Norddeutschland oder Captrain in Holland sind dabei, aber auch für andere Märkte. Wir sind ja traditionell auch sehr stark im Ausland vertreten. Wir haben eine norwegische Variante, eine sogenannte Cargonet, viel mit Schneeräumer unten dran, oder für Luxemburg, Dänemark eine CFL-Variante im Angebot. Und es wäre jetzt Holz in den Busch getragen, zu sagen, die können auch alles, was soundmäßig betrifft. Das ist natürlich richtig. Wir weichen da nicht davon ab. Sowohl die Lichtausstattung als auch die Soundausstattung sind natürlich vollständig im Original. Aber auch alle Formvarianten der jeweiligen Beschriftungsvarianten sind korrekt und richtig umgesetzt. Und da bin ich dann ganz fest davon überzeugt, dass diese Maschinen natürlich auch ihre Liebhaber finden werden. Dann bleiben wir mal im Diesel-Lok-Bereich. Es gibt zwar jetzt keine Neuheit, aber eine neue Farbvariante. Die Baureihe 215 stellen Sie vor. Das stimmt. Die Baureihe 215 war ja das erste Modell, was wir in H0 rausgebracht hatten, sozusagen der Urvater des Erfolges. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschlossen, nicht nur eine Farb-, sondern auch eine Formvariante zu bringen, nämlich die Varianten ohne Hutzen, das heißt die Serienvariante, die in Original mit einem 16-Zylinder-Motor ausgestattet wurde. So haben wir im Prinzip eine versetzte Diesel-Smoke-Unit entwickelt. Und das sieht natürlich, und einige haben sogar einen Schneepflug mit dran, also sieht auch komplett anders aus, teilweise auf dem Dach. Und eine orientrote Variante fehlte uns bisher noch. So, und im Decoder-Bereich bzw. im Elektronikbereich stellen Sie den Lokpilot XL vor und den Lokpilot 4M4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das stimmt. Dieses Jahr haben wir uns im Elektronikbereich fokussiert auf die Vervollständigung der Decoder-Produktpalette. Uns hat noch gefehlt im Reigen ein neuer Großspur-Decoder, unser Lokpilot XL V4. Der ist ein reinrassiger Quad-Protokoll-Decoder, kann sowohl an Märklin als auch ECOS-Zentralen sich automatisch anmelden. Hat 5 Ampere Ausgang, gerade für Pico-Lokomotiven und LGB-Loks sinnvoll. Haufenweise Funktionsausgänge, Powerpack gegen Dreckstellen mit drauf. Das ist eine Menge Holz. Da muss man erstmal Luft holen hier nach dem Satz. Lieber Jürgen Lindner, es war uns eine Freude, mit Ihnen sprechen zu dürfen, die Neuheiten der Firma ESO vorstellen zu können. Wir wünschen Ihnen für die restlichen Tage hier auf der Messe noch alles Gute, maximale Umsätze, und ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Herzlichen Dank.
Heki wirbt mit dem Slogan Landschaftsgestaltung nach dem Vorbild der Natur. Und es ist auch ganz selbstverständlich, dass Heki hier auf der internationalen Spielwarenmesse Nürnberg einen Stand hat und natürlich wieder auch entsprechende Neuheiten bietet. Und ich kann Ihnen versprechen, dass da auch was ganz Besonderes dabei ist. Und welche Neuheiten Heki jetzt bietet, erzählt uns Ralf Kittler. Hallo, eine unserer diesjährigen Neuheiten ist zum Beispiel die Modelltannen in der Spurweite H0 bis 0. Die unterscheiden sich gegenüber den alten Tannen, dass sie etwas filigraner sind und von der Beflockung her eben eine ganz neue Machart aufweisen. Dann habe ich gelesen in Ihrem Katalog, dass man den Tannen noch ein etwas natürlicheres Aussehen geben kann. Wie funktioniert das? Ja, man kann jede Tanne individuell gestalten, indem man sie mit den Fingern etwas formen kann. Das werde ich Ihnen nachher anhand von einem Beispiel dann mal zeigen. Und eine weitere Neuheit bei Ihnen sind die Zypressen. Also für Modellbahnfreunde, die in etwas südlichere Gefilde ihre Anlage gestalten, ist das sicherlich auch etwas ganz Besonderes. Ja, die haben wir hauptsächlich für den italienischen Markt kreiert, die Zypressen. Wobei sie aber auch in deutschen Gefilden jetzt halt etwas heimisch werden. Jetzt wollen wir aber die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen, denn ich habe gestern schon bemerkt, als ich hier den Rundgang gemacht habe und es auch im Katalog bereits gesehen, Sie begehen neue Pfade. Die Anlagen sind eigentlich immer recht grün gestaltet. Wir fahren immer im Sommer rum. Es gibt auch Winteranlagen, aber es gibt keine Anlagen, die im Herbst gestaltet worden sind bis jetzt. Ja, das ist allerdings richtig. Der Ausschlag hat gegeben, ein Urlaub letztes Jahr im Oktober, als wir in Südtirol waren. Da haben wir die schönen herbstlichen Farben gesehen und da habe ich mir gesagt, Mensch, sowas muss ich jetzt mal haben. Und dann bin ich rangegangen, habe das probiert und ich denke, es ist uns recht gut gelungen. Und welches Sortiment ist das jetzt? Ich habe gelesen, es gibt ein Blätterflor-Belaubungsvlies herbstlich, Blattlaub herbstlich. Ja, das sind mehr oder weniger drei verschiedene Sortimente. Das eine ist das Blätterflor. Da kann man sich die Bäume eben selber mitgestalten. Dann das Blattlaub, das ist das Material ohne das Trägermaterial. Und dann eben noch die Meerschaumbäume, die dann in herbstlichen Farben beflockt sind. Ja, und dieser Belaubungsvlies, ist das jetzt nur für Bäume gedacht oder kann man das auch auf der Erde irgendwie? Ja, das Belaubungsvlies kann man sowohl als auch verwenden, eben für Bäume oder eben auch als Bodendecker jetzt zum Gestalten von Hecken oder niedrigem Bewuchs. Und dann bieten Sie noch für den ambitionierten Bastler einen sogenannten Baumbausatz an. Was kann ich da alles machen? Ja, mit dem Baumbausatz kann ich verschiedene Bäume selbst gestalten. Ich kann über eine Plantane, Buche, Birke, Hecken, Büsche, also es bietet sehr vielfältige Möglichkeiten. Der Bausatz beinhaltet 5 Baumstämme, also Stammrohlinge und noch verschiedene Einsätze und dann auch noch das Belaubungsmaterial. Also wie gesagt, ich kann da zum sehr günstigen Preis, kann ich mir wunderbare Bäume mitbauen. Also im Grunde genommen sind es schon ganz tolle Neuheiten, die Sie hier anbieten. Wie gesagt, dieser Herbstbausatz ist wirklich ein Novum. Gefällt mir persönlich übrigens sehr gut und ich denke den Modellbahnern auch. Nun stehen wir hier so ganz lässig an einem wiederum Modell. Das ist ja bei Ihnen schon faktisch ein kleines Highlight, dass Sie jedes Jahr hier ein anderes Modell stehen haben. Was ist denn das hier? Das ist das Wasserschloss Schön und So. Das hat wieder mein Modellbauer, der Herr Gerd Meyer aus Gelsenkirchen, in einer Bauzeit von 1200 Stunden gebaut. Gebaut wurde es aus unseren Hegidur Modellbauplatten. Ja. Das Wasser wurde mit unserem Aqua-Gießwasser ausgegossen und ich denke, es ist ihm recht gut gelungen, wenn man sich das Vorbild mal zur Hand nimmt und schaut sich dann das Modell an. Also sieht man kaum einen Unterschied. Ich denke, es ist schon beeindruckend, weil man auch hier den gesamten Spektrum ihrer Ware sieht, was man alles mit Heki-Material machen kann, denke ich mal. Ja, also es ist wie gesagt wieder ein kleines Highlight, ein kleiner Hingucker und wir freuen uns dann sicherlich mal schon auf nächstes Jahr, was Sie da bringen werden. Wissen Sie schon ungefähr, was es sein wird? Ja, er hat schon eine Idee, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern ich werde die Leute lieber überraschen mit dem, was er dann wieder kriegt. Also halten wir die Zuschauer ein bisschen in Spannung, was es nächstes Jahr sein wird. Ich muss ihn wirklich bestätigen, ein ganz tolles Modell. Und es ist wie immer wieder bezaubernd und auch überraschend zu sehen, was man so aus Einzelmaterialien fertigen kann. Ja, Herr Kittler, das war es eigentlich schon, unsere Neuheitenvorstellung hier von der Messe bei Ihrem Stand. Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg, gute Geschäfte und wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr mit vielleicht wieder überraschenden Neuheiten sehen können. Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön.
HCME, liebe Zuschauer, war ja schon im vergangenen Jahr bei uns zu Gast und wir haben die Neuheiten vorgestellt. Es war ja quasi der Newcomer hier in der Modellbahnszene. Und das Logo sagt ja auch oder sagt uns auch, dass da immer ganz bombastische Neuvorstellungen kommen. Dieses Jahr hat sich ACME etwas sehr bedeckt gehalten. Wir haben mehrfach nachgefragt, ja, Romano Mölter, was ist denn dieses Jahr das Aktuelle? Ja, dieses Jahr haben wir eine Lok, die eigentlich nicht für Newcomer ist, sondern mit der wir uns mehr oder weniger auf dem deutschen Markt etablieren wollen. Es handelt sich um die DB120, ein Modell, das bis jetzt in dieser Qualität eindeutig gefehlt hat auf dem Markt. Die Lok hat ein Metallgehäuse, ist sehr aufwendig konstruiert. Ich sage das, weil ich vor 3 Jahren mit der Vorbildrecherche angefangen habe, etliche 1000 Fotos geschossen habe, bei Krauss-Maffei mir die Pläne geholt habe. Und das ist das Ergebnis nach 3 Jahren Arbeit, eine Lok, auf die wir stolz sind. Und eine Lok, mit der wir im deutschen Markt nicht mehr als Newcomer eingestuft werden wollen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Es ist also eine sehr schöne, auch von der Detaillierung her sehr feine Lok. Zu dieser Lok gibt es aber natürlich auch die passenden Wagen, denke ich mal. Sicher, die haben wir schon seit Jahren im Sortiment und wurden immer wieder darauf angesprochen, wann macht ihr denn mal eine richtige deutsche Lok? Und da war die Entscheidung gar nicht schwer. Das ist die Lok, die seit den 80er Jahren alle Intercities gezogen hat und heute noch zieht in den Varianten Epoche 4, 5 ist jetzt nicht da und 6. Und das war unsere Lok. Genau. So, dann gibt es dazu diesen Quick-Pick-Wagen, den Sie ebenfalls zu dieser Garnitur vorstellen. Genau, das ist, gehört zu unseren Wagen. Uns fehlte bis jetzt ein richtiger Speisewagen. Und ich muss sagen, als Modellbahnfreund, als Modellbahner, ein Wagen mit einem Stromabnehmer hat immer ein besonderes Flair. Und das ist eben der Quick-Pick. Wenn Sie reinschauen, es stehen sogar die Flaschen im Regal. Es ist also alles liebevoll bis ins kleinste Detail nachgebildet. Wir haben da Freude an sowas. Und das ist die zweite große Neuigkeit. Die wurde allerdings letztes Jahr schon angekündigt, ist jetzt aber fertig und in Kürze im April in den Geschäften zu haben. Also quasi einsteigen, mitfahren, wenn schon das Essen und die Getränke da sind, macht es ja eigentlich Sinn und Spaß. Genau. Gibt es auch dazu die passenden Personenwagen? Sicher, die haben wir schon länger im Sortiment. Die sind auch nicht in den Vitrinen, weil die haben wir schon seit 3 Jahren. Es geht primär um die Familie des BPMZ in allen Varianten und der Eurofima-Wagen in allen Varianten. Und damit kann man jetzt endlich mit dem Gepäckwagen, der hier unten ist, dann komplette Züge der 80er, 90er und bis heute, bis in die Gegenwart vollkommen mit unserem Material nachbilden. So, dann sprachen Sie gerade diesen Gepäckwagen an. Er ist zwar jetzt noch unlackiert, er war voriges Jahr, glaube ich, schon ein bisschen in der Ankündigung oder in der Vorbereitung. Voriges Jahr war nur die Form vom Wagen. Inzwischen ist der Wagen fertig konstruiert, also mit allen Details. Es hat nur zur Lackierung nicht mehr gereicht für die Messe. Aber wir sind ebenfalls April, Mai auch mit dem Gepäckwagen diesmal. Das muss ich auch allen Modellbahnfreunden sagen, die letztes Jahr schon gewartet haben auf den Quick-Pick und den Gepäckwagen. Wir sind soweit. Es hat etwas mehr Zeit gedauert, als es hätte sein sollen. Aber Happy End, wir sind soweit. Wir merken Ihnen die Freude auch an. Aber es geht ja noch weiter in den Neuheiten und den Neuvorstellungen. Sie bringen eine E-Lok der Baureihe 151. Ja, die ist in der Vitrine nebenan und es ist eine tschechische Lok, also noch tschechoslowakische von der Baureihe her, noch von der Zeit her. Auf die sind wir auch besonders stolz. Man kann sogar von der einen Seite auf die andere durchblicken durch die Lüfter, wie beim Vorbild. Und das ist eben unser internationales Engagement. Wir versuchen in ganz Europa, europaweit Züge zu produzieren für alle Länder und immer auf unserem Qualitätsstandard eben, was es in gewissen Ländern bis jetzt noch nicht gegeben hat. So, im E-Lok-Bereich gibt es dann noch die Baureihe 402, die Sie mir da ans Herz gelegt haben. Das ist die italienische Neuigkeit für dieses Jahr, absolute Neuigkeit auch, absolute Formneuheit. Lok, die es in diesem Qualitätsstandard bis jetzt nicht gegeben hat. Und die wird auch in allen Varianten ab der 90er Jahre bis heute produziert. Da fallen mir jetzt auf Anhieb schon 4 Lackierungsvarianten ein, aber mit den kleinen Unterschieden sind sicher noch mehr. Da sind wir mal sehr gespannt auf nächstes Jahr auf die Messe. Aber es geht ja auch im Wagenbereich weiter. Sie hatten auch im vergangenen Jahr die Interfrigo-Wagen vorgestellt. Gibt es die auch jetzt in weiteren Farb- oder Bahnverwaltungen? Absolut. Es war für uns eine große Freude, wie sich die Wagen verkauft haben. Es war weit über den Erwartung, weil die Interfrigo eine schweizerische Gesellschaft war, die alle Wagen bei der FS Italien eingestellt hat. Auf dem Wagen steht also FS, aber sie waren
größtenteils in Deutschland unterwegs. Gerade die Bananenwagen waren spezifisch für Deutschland. Und das hat der deutsche Markt eben doch mitbekommen, dass diese Wagen eigentlich für Deutschland waren. Und dementsprechend waren die schnellstens ausverkauft und es herrschte große Nachfrage. Wir haben aber auch neue Formvarianten, die wir letztes Jahr noch nicht hatten, dazu gemacht. Es sind also nicht dieselben Wagen, es ist schon wieder was Neues. Ja, und last but not least, im Güterwagenbereich der ewige Renner, der Dauerbrenner, die Containertragwagen. Das ist das, was die Modellbahner der Epoche 6, die gegenwärtigen Modellbahner wollen. Das ist das, was man, wenn man, wie ich auch oft das mache, mit der Kamera am Schotterrand steht, dann sieht man ganz viele Containerwagen vorbeifahren. Das ist immer bunt und international und ein lohnendes Thema, einfach auch zum Spielen. Man kann ja auf unserem Wagen auch die Container umsetzen, 20, 30, 40 Fuß und austauschen. Und es ist auch auf der Modellbahnanlage bereitet es Freude. Ja, und als letzte Vorstellung haben Sie im Gepäck die TEN-Wagen, die Transurban Nacht- oder Night-Fahrzeuge. Ja, wir haben dieses Jahr wieder ganz exklusive, ganz besondere Vorbilder ausgesucht, sowohl für Deutschland wie auch für Italien und für die Schweiz, an Schlafwagen der 90er Jahre, 80er und 90er, wo man eben noch nachts gerne reiste. Das wird ja langsam leider immer weniger beim Vorbild. Und das sind ganz genau ausgesuchte Wagen mit besonderen Lackierungsvarianten, die eben beim Vorbild nur einmalig waren. Und da wird jeder, der sie kennt, die Überraschung haben, diese im Katalog vorzufinden. Also, dann wünschen wir Ihnen, lieber Romano Mölter, alles Gute, viel Erfolg für die Messe und natürlich toi 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 für Ihre große Überraschung, die Ihnen sicherlich gelungen ist und die Freude steht Ihnen immer noch ins Gesicht geschrieben. Also, vielen Dank für das Interview und ich hoffe für ein nächstes Jahr. Danke Ihnen. Das war der zweite Teil unserer Messe-Sondersendung hier aus Nürnberg, liebe Zuschauer und liebe Modellbahn-Fans. Normalerweise wäre jetzt Schluss mit unserer Übertragung, aber wir haben hier so viel erlebt und noch so viele Neuigkeiten auf Lager, dass wir uns entschlossen haben, Ihnen noch eine dritte Stunde Neuheiten vorzustellen. Also bleiben Sie schön neugierig. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.